Sehr geehrte Ratsmitglieder, Integrationsratsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, das passende Monat Ramadan zählt zu den fünf Säulen des islamischen Glaubens. Nach dem Koran erhielt der Prophet Mohammed im Ramadan seine ersten Offenbarungen, Sure 2, Vers 185. Schon in vorislamischer Zeit war dieser Monat als Fastenzeit bekannt, in Sure 3, Vers 183, und es wird gesagt, o die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden würdet. Somit wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Fasten in vielen Religionen oder Glaubensrichtungen vorgesehen ist und damit lässt sich viel Gemeinsames zwischen Menschen aus unterschiedlichen Religionen entdecken. Der Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Kalender. Da dieser sich nach dem 28-tägigen Mondzyklus richtet, verschiebt sich der Ramadan jährlich um einige Tage im Kalender nach vorne. Während der Fastenzeit, die ja je nachdem 29 oder 30 Tage dauern kann, verzichten Muslime vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf das Essen, Trinken und vieles mehr. Die Fastenvorschrift gilt für jeden Erwachsenen und gesunden Gläubigen. Kranke und gesundheitlich geschwächte Menschen und ältere Menschen sowie schwangere oder stillende Frauen sind von der Fastenpflicht befreit. Sie wollen das Fasten entweder später nach oder geben die Speisen an jeden versäumten Fastentag einem Bedürftigen. Viele Muslime nutzen die Zeit, so wie alle anderen Menschen, die in ihrem Glauben auch fasten, den Monat Ramadan ganz bewusst als eine Auszeit für den Körper und die Seele. Der Körper sowie auch die Seele sollen in dieser Zeit zur Ruhe und Entspannung kommen. Sie bemühen sich viel über Gott und sich selbst nachzudenken und ein vorbildliches Leben zu führen, indem sie beispielsweise den Koran einmal durchlesen, intensiv beten oder besonders auf einen freundlichen Umgang mit ihren Mitmenschen achten. Dazu entsprechend sind die Zitate von Mevlana Celaleddin Rumi, der als einer der größten Mystiker seiner Zeit zählt. Professor Dr. Eva de Vitra Maharovic, die große Islamwissenschaftlerin und Übersetzerin, sagte einmal, in Rumi öffnete sich die volle Rose des Göttlichen im Menschen. Er gab uns allen für immer ein Zeichen dafür, was in einem völlig im Licht ergehenden Leben möglich ist. Die Fastenzeit hat neben der Vertiefung der eigenen Beziehung zu Gott und dem Glauben noch zusätzliche Wirkungen, wie zum Beispiel am eigenen Körper empfundener Mangel, mahnt und erinnert einen dazu. Alles auf Erden ist vergänglich. Einzig bleibt das Angesicht des Herrn voll Hoheit und Licht. Stark aus dem Koran. Die Gastfreundschaft wird an diesen Tagen besonders groß geschrieben, indem sie beispielsweise regelmäßig Menschen unterstützen oder sie zum gemeinsamen Essen einladen, wie heute Abend. O ihr Menschen, o ihr Mädchen, trennt euch nicht voneinander, kommt nicht auf den Gedanken der Zerstrittenheit. Wenn ihr doch alle eins seid, strebt nicht nach der Zweisamkeit. Wobei 642. Die Gläubigen sollen im Monat Ramadan merken und feststellen, der Reichtum bedeutet nicht, dass man viel Besitz hat, sondern Reichtum ist die Zufriedenheit der Seele. Der Monat Ramadan endet mit einem dreitägigen Fest, wahrlich mit der Erschwernis von der Erleichterung. Dieses Fest ist nach dem höchsten islamischen Feiertag, dem Opferfest, der zweitwichtigste Feiertag im Islam. In dieser Zeit im Ramadanfest
besuchen sich Freunde und Verwandte gegenseitig und man feiert gemeinsam und vor allem isst man gemeinsam. Zitat von Nesmini, 1207. Die Einigkeit der Herzen ist besser als die Einigkeit der Zungen. Zitat Ende. Man gratuliert sich gegenseitig und drückt den Wunsch aus, dass Gott das Fasten der anderen annehmen möge. Ich möchte meine Ausführungen mit einem Gedanken und mit einem Appell von Mevrana enden. Kommt, lass uns zusammenkommen. Lass uns für einen Moment unsere Körper aufheben, uns selbst nicht beachten, ins Wasser gleiten und alle dieselbe Farbe annehmen. Sind wir nicht ohnehin alle Äste desselben Baumes und Reisende auf demselben Weg? Wenn wir uns unsere Egos befreien, finden wir zum Seelenfrieden. Die Bahn Kibbe, Gazel 1. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.